Hallo und dann herzlich willkommen hier neu zurück beim Hexer. Ich habe mal unser Inventar geleert etc. Aber wir haben jetzt hier noch ein paar neue, nette Sachen bekommen. Unter anderem ein Geleitbrief. Ich bin da eben noch in eine Wache reingerannt, die mit netten Grüßen von Siegeräuben mir das hier überbrachte. Und zwar, dass der Träger dieses Dokuments besitzt die Erlaubnis, die freie Stadt Novigrad zu jeder Tageshauptzeit zu betreten und zu verlassen und darf unter keinen Umständen gestört, verletzt, verfolgt oder belästigt werden. Was ich sehr cool finde. So, dann haben wir hier die Edwin Greve als vierte Karte und noch weitere Notizen. Hier aus Sicherheitsgründen hat Egger seine Schemas zur Verbesserung der Wolfsschuhenausrüstung an verschiedenen Orten versteckt. Einen Satz hat er in einer Unterwasserhöhle unter einer Burg in Wien platziert. Einen weiteren Satz ließ er in einer Höhle südlich von Ochsenfurt. Einen dritten versteckt er in den Elfenruinen auf einer kleinen Insel im Süden Welens. Dann haben wir hier nochmal eine. Einige liegen in der Elfenruinen, in einem versunkenen Schiff im Süden Welens, andere in Ochsenfurt. Und hier haben wir noch eine weitere Hinweis-Dingens-Kirschenkarte. hat einer geschrieben, die ist im feuchten Dreck wert. Das Einzige, was ich gefunden habe, sind ein paar an die Wand gekritzter Greifensymbole. Wir werden nicht mal ansatzweise genug erhalten, um die Schulden zurückzuzahlen, die wir diesem Schnösel von Doktor zu verdanken haben. Zum Glück ist er jetzt Futter für die Würmer. Aber vielleicht lohnt es sich hier in das Grab unter den Buckelhügeln einzusteigen. Unser guter Herr Doktor hat seine Zeit bestimmt nicht damit vergeudet, nach primitiven Zeichnungen zu suchen. Da muss es irgendwo einen Schatz geben. Haben wir hier noch die Notiz von Baldran. Das ist nichts Besonderes. Eine Rettung des Wandlers. Das ist das... die Rettung des Wandlers. Oje. Und ein Geleitbrief, den hatten wir schon mal. Silbermonokel etc. pp. So, jetzt haben wir eine neue Quest. Für die Wolfsschulenausrüstung. Hier haben wir noch die Schematas für die Wolfsschulenausrüstung 1. Und hier überhaupt mal die Wolfsschulenausrüstung. Durchsuche die Ruinen des Signaturms bei Kaer Morhen. Mhm. Wie komme ich da hin? Karte zur Region ist geöffnet. Aber ich komme da hier nicht hin. Tja. Mit Level 14 kommen wir anscheinend irgendwann mal in die Richtung Kaer Morhen. Solange das nicht der Fall ist, können wir uns dort auch nichts holen. Wir können lediglich mal versuchen, auf der Karte noch die anderen Orte zu finden. Denn leck mich fett. An denen waren wir ja schon mal. Teils. Hm. Praktikum in fortgeschrittener Alchemie. Das wollen wir auch noch irgendwann haben. Ach Gott. Eins nach dem anderen jetzt mal mit einem Stück zum Erfolg. Als erstes. Gehen wir bald mal wieder auf Schatztour. Finde ich gut. Muss schon wieder schlagen. Nicht schlagen, besser gesagt. Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Seid ihr wirklich aus Nilfgaard? Aus Metina, verdammt. Nicht aus Nilfgaard. Aufgezogen von wilden Hunden in den Sturmebenen von Magdeira. Brüder des Blutvergießens in Metinas berüchtigten Drecksarenen. Wer tritt den Wilden aus dem Süden entgegen? Wer sieht den Bestien ins Auge? Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten. Und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Hal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Hm, tja, Hal hat's nicht so mit Theater.
tragische Romanze. Ich erspare dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Medina. Klingt mal interessant. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Ah, wie mies. Na gut. Gut, ich kämpfe gegen euch beide gleichzeitig. Erst her mit dem Geld. Verlierst du, gehört's uns. Doppeltes Geld, wie versprochen. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Hal, mach ihn fertig! Ich hab hier was Besonderes für dich. Okay, beide gleichzeitig. Jetzt links, links! Komm schon, komm näher. Ha. Muss gucken, dass ich sie hintereinander krieg. Wieder mich aus der Fahnenlage bringen. Komm schon, das schaffen wir. Sophus muss als erster dran glauben. Shit, shit, shit. Zeit ist zu beenden. Ja. Ja, ja. So eine schöne Klopperei kriegst du nicht oft. Was, Hal? Dem hat's die Sprache verschlagen. Aber ich seh's ihm an. Der Kerl mag dich. Zeit für eine kleine Pause. Wir bewachen, was du willst. Umsonst, nicht, Hal? Dein Geld. Hier hast es zurück. Und keine Sorge. Wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Wunderbar. Fand ich jetzt mal kreativ, dass es möglich war, auch einen Faustkampf gegen zwei zu verführen. An der Umsetzung, ja, hat es eigentlich nicht gehabert, war in Ordnung. Problematisch war es halt natürlich das zu programmieren, so standen halt hintereinander, anstatt mich irgendwie gescheit zu umzingeln. Ja, aber trotzdem super geile Sache. Also kann ich nur loben. Karte haben wir ja schon. So, ihr Lieben, wie schaut's aus? Da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein.
Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Prinz und Prinzessin? Bringen diese Vorstellungen viel Geld ein? Tja, kommt drauf an. An guten Tagen passen kaum alle Zuschauer auf den Platz. Und mal sind wir wieder froh, wenn wir auf eine Handvoll Koffer kommen. Du bekommst natürlich auch eine Gage. Du bist jetzt Mitglied des Ensembles. Danke. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Naja, ich verkörpere den Hexer. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen, aber Dudu wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Lernst wenigstens deinen Text. Natürlich. Ich gebe mein Bestes. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Priscilla wäre gut, sie... Ja gut, in dem Fall kennen sie beide. Die Aufführung ist ja im Namen und dann sieht man Priscilla auch, die sollte da sein. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... Finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Abelard Ritza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Nehmen wir Maxim, das wird eine große Veranstaltung und da kann ich vielleicht etwas machen. Riskieren wir es und geben die Rolle Maxim. Er hat gerade eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Ich arbeite dran. Ich muss noch meinen Text lernen. Ganz schön viel zum Auswendiglernen. Für jemanden, der ein Bestiarium und Dutzende alchemistischer Tränke auswendig weiß, sind so ein paar gereimte Zeilen doch ein Klacks. Viel Glück. Aber ja, auf jeden Fall, da sollte ich mal gucken, das Ganze auswendig zu lernen. Und ich würde eigentlich gerne... noch den Schauspieler treffen, mit dem ich da spiele, der Maxim. Denn vielleicht kann ich ihn überreden, seinen Trick mal kurz einzustellen. Bade. Ich glaube, ich werde keine Möglichkeit haben, da noch was dran zu drehen. Aber gut. Des Hexers Text. Wo war das jetzt? Ich hatte den doch vorhin aufgerufen, wenn ich mich recht entsinne. Bisschen Auftrag. Brief an Philippa. Okay, das ist jetzt schlicht. Genau, unter den Questbriefen war. So, jetzt wissen wir die Frage, wo war er? Die Rettung des Adlers, der hier. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Heiter und bestimmt. Okay, also es sind 5 Strophen. Mit Verachtung, sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Kraus. Sie liebt ihn und mag auch
er auch Anderling sein? Warum hat er ausgerechnet nur 5 Strophen? Vielleicht trinkt es ja inmitten der Gäste ein Bier. Also, übler Natur, ein Bier, sie liebt ihn. Sondern Brust hat im Herzen wie dem hier Ukraus. Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Aha. Heiter, intensiv, vergnügt, mit Verachtung und feierlich. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkrieg so. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, wohlgemerkt. Ah, da bist du ja. Und? Kommt dir der Premiere schon näher? Hellebardenträger Nummer 2 sitzt in der Requisite und heult. Sonst läuft's prima. Und du? Schon bereit? Und genau deshalb machen wir hier jetzt einen Cut und sehen uns die Premiere im nächsten Part an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Sayonara.